Nee, Ihr Gesuch liegt noch beim Herrn Regierungsrat. Es gibt eben vordringlichere Gründe als Ferienreisen. Gewiss, Herr Doktor, die Zeit vergeht. Das ist nun mal solche Unart von ihr. Eine Frage muss ausgerechnet Salzburg sein. Oberammergau ist doch auch ganz nett und hat doch auch Festspiele. Fahren wollen kennen Sie heute schon. Aber fahren können, kennen Sie eben nicht, Herr Doktor. Ich muss aber fahren, Herr Tetzler. Seit 14 Tagen steht mein Freund Karl am Bahnhof und wartet auf mich. Er läuft nur manchmal rasch ins Hotel rüber, um sich notdürftig zu rasieren. Rührt Sie das gar nicht? Mitleid ist doch so etwas Schönes. Wie bitte? 10 Mark Freigrenze. Was ist denn das nur wieder? Ah, es dämmert, Herr Tetzler, es dämmert. 10 Mark sind frei. Im Monat. Ganz recht. Das bedeutet... ...33¼ Pfennig pro Tag. Tja, da werde ich mich wohl oder übel etwas einschränken müssen. Mhm. Dankeschön. Nach 2 Jahren hat er es geschafft. 450 Silben konnte er in der Minute schreiben. Sehr beachtlich. Und warum hat sich Dr. Rentmeisters Stenografie nicht durchgesetzt? Aber Herr Geheimrat, weil kein Mensch auf der ganzen Erde so schnell sprechen kann. Seine Stenografie war eben zu gut für diese Welt. Aber plötzlich packte ihn eine neue Leidenschaft. Der Humor. Er wollte endgültig dahinter kommen, warum und worüber man lacht. Ein sehr ernstes Thema. Mhm. Und nach 3 Jahren, da ließ er sämtliche Vorbereitungen stehen und liegen. Und seitdem interessierte sich nur noch dafür, wie man lacht. Wie man lacht? Wieso? Ein funkelnagelneuer Zweig am Baum der Wissenschaft. Bitte schön. Sie werden staunen, Herr Geheimrat. Los doch, Mann. Ich habe gestern noch eine ganze Menge Stachelbeeren dran gelassen. Wieder mal ähnlich. Endlich toll! Ganzer Schokoladenladen auf dem Baum. Wie im Schlaraffenland, wa? Was gehen wir hier Feigse schon wieder los? Das muss Sie nicht wundern, Herr Geheimrat. Millionen von Menschen haben das gleiche Gewicht, die gleiche Länge und die gleiche Schuhnummer. Oder den gleichen Geburtstag. Und so kann sich auch nicht jeder sein eigenes Lachen leisten. Ich nenne diese gar nicht seltene Erscheinung das Zwillingslachen. Und Ihre Art zu lachen, wie auch die Ihres Lachzwillings, bezeichne ich als erworbene Lacharmut. Sie müssen in der Akademie einen Vortrag halten, Herr Doktor. Etwa unter dem Titel Die Lachkunde, ein neuer Weg zur Charakterforschung. Zum Vortrag halten habe ich leider keine Zeit. Natürlich. Der ist nie mit sich zufrieden. Vor lauter Arbeit versäumst du noch berühmt zu werden. Na, immer noch besser, als wenn man vor lauter berühmt werden das Arbeiten versäumt. Ja? Ein Telegramm für Herrn Doktor. Dankeschön, Bertha. Von Karl. Das vierte Telegramm in dieser Woche. Warum fährst du wirklich nicht? Ganz einfach, weil mein Devisengesuch noch nicht bewilligt ist. Karl kann dir doch Geld borgen. Es ist ja die Frage, ob er kann. Aber wenn er auch könnte, dürfte er nicht. Und wenn er dürfte, dürfte ich nicht. Ha, du kennst die Devisengesetze zu wenig, mein Lieber. Wohin soll die Reise denn gehen? Nach Salzburg. Oh, Salzburg, eine bezaubernde Stadt. Als ich im vorigen Sommer in Bad Reichenhall eine Kur machte, da war ich einen Nachmittag drüben, im kleinen Grenzverkehr. Der kleine Grenzverkehr? Oder das Ei des Kolumbus. Nimmst du die Nacht schnell zu? Mhm. Morgen Mittag bin ich an Ort und Stelle. Dann fahren Sie also doch nach Salzburg? Nein, nach Bad Reichenhall.
sind unsere Tennisplätze, da ist der Golfplatz, hinten im Park das Badebassin mit Liegewiese und kostenlosen Blick auf den Predigtstuhl. Sie werden sich in Reichenhall bestimmt sehr wohlfühlen, Herr Doktor. Nee, glaube ich nicht. Wie bitte? Ich werde nie hier sein, außer nachts. Abendessen werde ich hier in Reichenhall schlafen, übrigens auch, aber alles andere erledige ich drüben, jenseits der Grenze. Was ist denn da eigentlich drin in der schweren Kiste? Du, ein Grammophon und unbändig viel Schatz. Psst! Der Autobus hält direkt vor dem Hotel. Großartig. Und wie lange braucht er? 40 Minuten, Herr Doktor. Die Passkontrolle hält eben doch ein wenig auf. Was kostet die Reise? Hin und zurück 2 Mark. 2 Mark. Ja, dann brauche ich den Pass, 2 Mark für die Fahrt und 10 Mark Freigrenze für den Monat. Den Rest schenke ich in sein Scheckbuch und etwa 1000 Mark in bar. Ja, aber um Gottes Willen. Keine Bange, heute Abend müssen Sie mir die Brieftasche wieder zurückgeben. Morgen früh kriegen Sie sie wieder und morgen Abend geben Sie sie mir wieder zurück. Sie werden das mit der Zeit schon lernen. Und das wird ein Leben tagsüber in Österreich als armer Mann und abends in Deutschland als besserer Herr. Und so eine große Sache nennt sich nun der kleine Grenzverkehr. Wir klimperten damit Geld. Ich selber darf ich ja auch nicht mitnehmen. Da haben wir es ja. Kostet jeder Hut dort auf der Stange? 100 Schilling, der Herr. Das sind ja 50 Mark. Das
Sie sind aber ein echter Bongauer. Ich hingegen bin nur ein echter Berliner. Sagen Sie mal, liebes Fräulein, haben Sie nicht etwas für 20 Schillinge? Irgend so ein flottes Radauhütchen? Das wäre dann von der billigen Sorte. Kostet 20 Schilling. Das ist doch auch ganz nett. Mhm. Oh, das ist ein bisschen klein. Ja. Ist er größer da? Ja, welche Nummer haben Sie denn? 58,5. Na, Weltburger, was wird's denn sein? Ein Walzer oder ein Tango? Ich weiß nicht, Leute, da steht bloß eine Nummer drauf. Mit mir tanzen nachher die Rückseiten, gell? Ist schon recht, Weltburger. Die Rückseiten mag ich besonders gern. Alles dann, auf geht's. Schade. Wenn Sie nicht so eitel wären, wären Sie noch hübscher. Guten Tag. Da legt sie nieder. Herr Wünschen, ein Kaffee. Cappuccino, Nuss, Melange? Nein, nein, kein Eis. Ein Kaffee, so einen richtigen Kaffee. Gebäck? Nein, danke schön. Sagen Sie mal, Herr Ober, kennen Sie einen gewissen Herrn Kesselhut? Karl Kesselhut. Er fällt dadurch auf, dass er immer einen Block in der Hand hat und ein halbes Dutzend Bleistifte quer zwischen den Zähnen. Entschuldigung, aber bei uns in Salzburg gibt es so viel malende Herren, das ist schwer. Ich bin hier verabredet. Da wird schon kommen, danke schön. Komme sofort. Eine Scheunnuss, Herr von Kesselhut. Danke. Sagen Sie, Ferdinand. Hat nicht der Herr namens Rentmeister nach mir gefragt? Nicht, dass ich wüsste, Herr von Kesselhut. Ja, wird er schon noch kommen. Wir haben uns nämlich hier verabredet. Hm? Jawohl, Herr von Kesselhut. Ich habe also nach Reichenfall telefoniert. Ja. Der Herr Dr. Rentmeister ist ganz zuverlässig mit dem 3-Uhr-Autobus nach Salzburg gefahren. Na, verstehen Sie das, Ferdinand? Ein Berliner kann doch nicht so einfach verloren gehen. Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, aber mir kommt Ihr Gesicht so bekannt vor. Ein Wunder wird's nicht. Sie schauen mich ja seit einer Stunde an. Daran wird's wohl liegen. Übrigens, mir kommt Ihr Gesicht auch bekannt vor. Ja? Auch seit einer Stunde. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. So schnell? Darf ich einen Moment Ihr Platz nehmen? Also mich treibt nicht nur die pure Vergnügungssucht an Ihren Tisch, sondern seit 2 Stunden warte ich ohne ein Pfennig Geld in der Tasche auf meinen Freund Karl und der Lümmel kommt nicht. Nun muss ich entweder die Zeche prellen oder einen edlen Menschen bitten, dass er mich zu einer Tasse Kaffee einlädt, die ich nur der Bene schon längst getrunken habe. Das ist ja ein entsetzlicher Konflikt. Darf ich hoffen, in Ihnen solch einen edlen Menschen getroffen zu haben? Sie dürfen hoffen. Dabei hatte ich, als ich hierher kam, 20 Schillinge im Vermögen. Leider habe ich mir für diese Unsumme
eine Art Kopfbedeckung gekauft. Das ist ja ein Meisterwerk der hiesigen Hutmacherkunst. Und wie kleidet sie diese Achtkopfbedeckung? Na, sehr apart. Fällt er Ihnen? Also von jetzt ab werde ich ihn Tag und Nacht aufbehalten. Herr Ober. Ich hatte eine Tasse Kaffee und 12 Glas Wasser. Ein Orange hat meine Gäste. Und ein Kaffee. Aha. So, sorry. Danke, Gerüter. So, der Prinz Salü, die gute Fee kann gehen. Gestatten Sie? Ich trage für mein Leben gern Marktplätze. Meine Fee. So, na, gehen schon her. Herzen soll man nicht einwickeln. Ah, bitteschön. Auf Ihr Spezielles, meine Gnädigste. Kurz bevor Sie zusammenbrechen, sagen Sie uns bitte. Wir sind nämlich ein ziemlich großer Haushalt. Ja, hoffentlich ist kein Ehemann dabei. In einem kompletten Haushalt gehört der Ehemann. Sie sehen, ich bin ein sehr altmodisches Mädchen. Wenn ich einmal einen eigenen Haushalt habe, werde ich mir notgedrungen auch einen Ehemann zulegen müssen. Ein Mann ist im Haushalt genauso wichtig wie eine Nähmaschine. Ja. Aber seien Sie vorsichtig beim Anschaffen, Fräulein. Meine Nähmaschine, die habe ich schon 30 Jahre, den Mann auch. Die Nähmaschine, die ist noch wie neu. Schauen Sie, den Blick habe ich besonders gern. Ich auch. Ui, Jäger, Sie Ruhe. Jetzt muss ich aber laufen. Mein Netz, bitte schön. Noch nicht. Bis morgen. Wie heißen Sie eigentlich? Konstanze. Auch das noch. Moment bitte. Hallo, Schürzel. Du, Schürzel. Ist ja nicht gut. Mir schon. Schloss Reitenau, bitteschön. Es passiert. Ja, ja. Aber geschwind, ich hab's wirklich eilig. Die junge Leute haben's allweil eilig. Aber machen Sie das einmal einen alten Ross klar. Ist denn sowas möglich, nach wildfremden Menschen mit Steinen zu werfen? Da glauben Sie denn, dass so ein Unfug dem hiesigen Fremdenverkehr sehr dienlich ist? Entschuldigen Sie vielmals, lieber Herr, aber eigentlich habe ich Sie ja gar nicht damit gemeint. Da wird ja immer besser. Mich werfen Sie aus Versehen und andere Leute mit Absicht. Ist das bei Ihnen hier so üblich? Sehen Sie mich bitte an, wenn ich mit Ihnen spreche. Ich bin gewöhnt, dass meine Schüler, dass man mich ansieht, wenn ich mit ihm rede. Bitte sehr. Gerade in kurzen Hosen hätte die Pflicht, wenigstens durch ihr Benehmen zu beweisen, dass Sie erwachsen sind. Merken Sie sich das. Jetzt ist er weg, der Lauser. Nein, nein, ich hab Sie ja schon wieder nicht gemeint. Wo sie nur bleibt? Sie weiß doch, dass die Herrschaften in den Figaro wollen. Ja, vielleicht hat's an der Straßenbahn gegen. Die geht manchmal auf. Servus, Peter. Sitzt Meister Linder richtig? Na, hat's an der Straßenbahn gegen? Nein, Franzl. An mir hat's gelegen. Leopold steckt ein Birkel weg. Kinderzeitung heißt, ja. Bitte schön, es ist serviert.
Aber Herr Doktor, Sie haben ja noch gar nicht gegessen. Mhm. Kann schon sein. Essen Sie es. Ja? Karl, na endlich! Wo warst du eigentlich heute Nachmittag? Wie? Ich habe bis um 6 Uhr auf dich gewartet. Na, ich doch auch. Wo denn? Na, im Glockenspiel. Tomaselli! Aber wir haben doch im Tomaselli verabredet. Wirklich? Ich war im Glockenspiel. Also ein Missverständnis. Nee, ein Zufall. Weißt du, dich bin ich gelangweilt, so Mutterseelen allein? In Salzburg langweilt man sich ja nie. Ach, so ist es, ja. Jetzt schlaf schön, gell? Morgen früh erwarte ich dich dann mit dem ersten Bus. Hm? Also, gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, Herr Doktor. Wie? Ah, ja. Gute Nacht. Erster Autobus. Was haben Sie denn in dem Koffer da drin? Mein Smoking, falls mir jemand eine Theaterkarte schenkt. Und wie viel Geld haben Sie bei sich? Gar keins. Ja, mei, wenn Sie aber dann im Österreichischen einen durchkriegen, dann lasse ich mich von einem Österreicher einladen. Das Trinken ist sowieso nicht gesund. Das fängt ihm. Mein Mann vertragt dann Wein auch nicht, aber... Naja, halten wir es aus, sind wir gesund. Halten wir es nicht aus, gehen wir zu Grund. Sagen Sie, der Mann, der den Pass ausgestellt hat, der hat wohl mit dem Feder heute gestottert. Wieso denn? Ja. Doktor, Doktor, Doktor. Wieso denn dreimal dasselbe? Ich bin Doktor der Philosophie, Doktor der Recht und Doktor der Medizin. Also wenig haben Sie gewusst, was werden wollten? Das war es weniger. Ich war nur sehr neugierig. Fast so neugierig wie Sie. Kutschiere ich Sie in unserer Limousine nach Salzburg. Dankeschön, Herr Dirksen. Aber es passt sich doch nicht für Sie, dass Sie eine Angestellte Ihres Papas chauffieren. Lass mir doch die Standesunterschiede beiseite. Das ist mir leider nicht gegeben. Dann nicht, liebe Tante. Das ist so was von umständlich. Weil ich kann doch doch Geld geben. Aber ich darf es doch nicht annehmen, Menschenskind. Sonst komme ich ins Gefängnis und dafür habe ich momentan keine Minute Zeit übrig. Ah, ich soll also dem Ober das Geld ins Händchen drücken. So ist es. Für 2 Tassen Kaffee und 2 Stück Linzer Torte. 3,15 Schilling, bitte. Aber seit wann isst denn du eigentlich dort? Hm? Vergiss das Trinkgeld nicht. Ja, schon gut, du, gell? Danke, der Herr. Also 2 Scheu Nuss, 2 Linzer, sofort. Nein, Herr Ober, nicht sofort. Erst, wenn ich es Ihnen sage. Wie Sie wünschen. Na, jetzt wirst du mich wohl nicht mehr länger zurückhalten wollen. Nein, mein Junge, ich weiß, du hast eilig. Und vergiss nicht, meinen Smoking gleich in den Schrank zu hängen. Ja? Ich danke darauf für die schönen Blumen. Lass das. Du hast am Koffer schon schwer genug zu tragen. Wie besorgt du bist. Ja. Und falls du verfressener Kerl vielleicht noch ein drittes Stück Torten essen willst, soll er dir nicht doch ein bisschen bares Geld anlassen. Ich bin ein armer Mann und gedenke es zu bleiben. Auf Wiedersehen. Darf ich mal Ihr Glas haben? Bitte sehr. Gibt's denn was Besonderes zu sehen? Und ob, mein lieber Herr, das 8. Weltwunder. Ich sehe nichts. Wir kennen uns doch erst einen Tag. Mir ist, als wäre es ein Jahr. Das ist es ja eben. Aber wann hätte ich es Ihnen denn sagen sollen? Es ist alles so schnell gegangen und jetzt? Und jetzt habe ich solche Angst. Vielleicht laufen Sie gleich davon, wenn Sie es hören. Ich habe nämlich einen... Oh, Herr Jäger. Ich bin nämlich auf einem Schloss in der Nähe Stubenmädel. Ist das sehr arg? Stubenmädel mit einem schwarzen Kleid und so einer kleinen weißen Schürze?
Mit einer weißen Rüsche auf dem Kopf. Ein Stubenmädel auf einem Schloss bei Salzburg. Das klingt, als wäre es von Mozart. Großartig. Und ich dachte schon, nein, es ist schrecklich. Sie armes Mädchen haben gestern meinen Kaffee bezahlt. Und die Lebkuchenherzen auch. Aber ich habe doch ein Sparkassenbuch. Und die Handelsschule habe ich besucht. Und Autofahren hat mich der Graf lernen lassen. Ich bin überhaupt ein außergewöhnliches Stubenmädchen. Ein außergewöhnliches Mädchen sind Sie, Konstanze. Sagen Sie mal, kann man eigentlich von so einem Beruf einigermaßen leben? Aber ja, in diesem Monat sogar. Der Graf ist mit seiner Familie in Italien und hat das Schloss an einen Fabrikanten aus Norddeutschland vermietet. Da gibt es oft ein Trinkgeld. Ja, Trinkgelder, die sind sehr wichtig, nicht? Dieser Herr Dirksen hat große Zellophanwerke hinter Hannover. Da macht er Stanitzeln. Stanitzeln, was ist denn das? Stanitzeln? Mhm. Na so, ihr sagt halt Tüten dazu. Stanitzeln. Verpackungen für getrocknete Zwetschgen. Backflaum. Damenstrümpfe und Papiertaschentücher und was weiß ich alles. Ja, es muss auch solche Menschen geben. Man kann sich den Rücken leider nicht selber eincremen. Leider nicht. Es sieht schrecklich unpassend aus, wenn der Körper nicht gleichmäßig verbrannt ist. Schrecklich unpassend. Ich habe heute im Fuschelsee gebadet. Und da sagte ein Mann zu einem anderen Mann, schau, der hat aber Holz vor der Hütte. Was hat er wohl damit gemeint? Ich verstehe so wenig Österreich. Es dürfte sich um zwei Holzfachleute aus Bayern gehandelt haben. Wir Österreicher verwenden im Entsprechenden vor die Bezeichnung Tulikstöt. Aha, das verstehe ich auch nicht. Ja, und was heißt denn also Tulikstöt oder ein Holz vor der Hütten haben? Man will damit zum Ausdruck bringen, dass ein weibliches Wesen an der Vorderseite des Oberkörpers von Mutter Natur auskömmlich bedacht worden ist. Ein etwas landwirtschaftlicher Vergleich, nicht wahr? Zweifellos, gnädiges Fräulein. Aber sehr anschaulich. Sehr anschaulich. Was fällt dir denn denn ein? Pardon, gnädiges Fräulein. Es ist mir so herausgerutscht. Ich habe mich wohl mit einem Masseur verwechselt. Die pflegen doch bekanntlich ihre Tätigkeit auf diese Art und Weise zu beschließen. Ja, übrigens kriegen wir heute noch Regen. Über Salzburg regnet schon. Morgen habe ich leider keine Zeit. Wir haben Waschtag. Und übermorgen? Übermorgen? Das wird schön. Das heißt, wenn es schön wird. Übermorgen habe ich meinen freien Tag. Um 9 Uhr früh am Residenzplatz. Dann geht es in Salzkammer gut. Ja. Herrlich. Hoffentlich habe ich in den letzten 10 Jahren nicht das Wandern verlernt. Die Bahn kommt. Bitte schön. Für alle Fälle. So kleine Stubenmädchen haben manchmal mehr Hunger als für Essen. Wiedersehen, Fräulein Konstanze. Grüß dich Gott, Georg. Heute ist dieser Herr Dirksen wieder volle 5 Stunden im Schreibzimmer gesessen und hat seinem Sekretär Briefe diktiert. Schade, dass dem Mann seine Fabrik nicht auf Rädern steht. Sonst könnte er sie an einem Schnürl immer hübsch hinter sich herziehen, wie ein Bub sein Spielzeug. Ein Zelefant bleibt ein Zelefant. Da kannst du nichts machen. Ein Zelefant? Was ist denn das? Ein Zelefant ist das Tier, welches das Zelefan herstellt. Und wenn man ihn daran hindern will, dann wird der Zelefan sinnig. Geh, lass mich aus, ja? Servus allerseits. Jesus, ist dieser Wetter. Ha, es regnet sogar Lönnspackerl aus Reichenhall. Da kann ich armes kleines Stubenmädel mit endlich mal richtig satt essen. Ach, und die Blumen hast du auch gering? Freilich, Leopold. Geradewegs vom Himmel runter. Grüß dich Gott, Georg. Fred. Und Doris. Angenehm, Georg. Wir sind das Tanzpaar des Hauses und uns obliegt die angenehme Aufgabe, den einzelnen Gästen ihren Tanz Gesellschaft zu leisten. Wunderbar. Zu dritt habe ich noch nie getanzt. Also darf ich bitten? Musik.
gerne Unterricht geben. Ein sehr verlockendes Angebot. Was zahlen Sie pro Stunde? Jetzt hab ich's. Sie lachen falsch. Viel zu tief. Ihr Lachen passt zwar zu Ihrer Größe, aber Ihre Größe passt nicht zu Ihrem Wesen. Und dadurch passen Ihr Lachen und Ihr Charakter nicht zusammen. Sie lachen, als wären Sie eine dämonische Salondame. Das ist grundverkehrt. Sie sind trotz Ihrer Größe ein kleines, sanftes Persönchen. Na, erlauben Sie mal. Doch, doch, doch. Na und, soll ich nun die 10 cm, die ich Ihnen zu lang bin, oben oder unten abnehmen lassen? Hm? Es wäre um jeden Millimeter schade, ob nun oben oder unten. Sie sollen so lachen, wie Ihnen wirklich ums Herz ist. Mir wirklich ums Herz ist? Genauso. Als Sie vorhin lachten, kamen Sie mir vor wie ein kleiner Junge, der den Hut vom Vater aufhat. So, und jetzt bin ich müde. Gute Nacht. Mein Bettzipfel winkt. Was ist denn los mit dir? Wie bitte? Stör mich nicht. Ich lerne um. Herein. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so spät noch gestört habe. Aber bitte, Herr Doktor, ich habe doch Dienst. Ganz recht. Und gerade darüber wollte ich mit Ihnen... Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Sagen Sie mal, ist der Beruf eines Stubenmädchens sehr anstrengend? Ach, eigentlich nur in der Saison. In der Saison, natürlich, natürlich. Aber dafür haben wir auch umso mehr Trinkgelder. Trinkgelder, die sind sehr wichtig. Ne? Bitte. Dankeschön. Was ich Sie noch fragen wollte... Kommen Sie mit dem Essen zurecht? Oh ja, der zweite Koch hier ist mein Mann. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Doktor. Angenehme Ruhe. Grüß dich Gott, Konstanze. Hast du eigentlich ein Klavier im Ruf? Nein, ich habe nur Vergleichlichkeit zum Essen und Trinken eingekauft. Dann steig nur geschwind ein, bevor es umfällt. Der alte Graf hat mir erlaubt, den wichtigen Fällen den kleinen Wagen zu nehmen. Und mein freier Tag ist doch wohl ein wichtiger Fall, oder? Das schon. Aber ich habe mich so aufs Wandern gefreut. Lügen kannst du auch? Klar. Dauernd die Wahrheit zu sagen, macht einseitig. Wo wollen wir denn hin? Wo es schön ist. So ähnlich muss es im Paradies gewesen sein. Mhm. Da hat es auch schon Mücken gegeben. Aber ein bisschen anders war es doch mit Adam und Eva. Die waren nicht so satt wie wir. Nee, das meine ich nicht. Was meinst du denn? Die waren ein bisschen unartiger als wir. Und außerdem hatten sie noch weniger an als wir. So hängt dem alles zusammen. Mhm. Mit dem Autobus komme ich täglich durch ein Dorf, das heißt Himmelreich. Ich kenn's. Heute Morgen verlangte ein Bauer beim Schaffner, einmal Himmelreich, hin und zurück. Schön, ne? Wunderschön.
Von heute ab werde ich jeden Tag, wenn ich zu dir kommen kann und wieder von dir weg muss, denken. Einmal himmelreich, hin und zurück. Aber wir haben doch kein Geld und hier brauchen wir nichts zu bestellen. Aber ich, dein Sparkassenbuch ist mir heilig. Und steht eines schönen Tages noch in der Zeitung drin, junger deutscher Gelehrter prellt österreichische Stubenmädchen um sauer verdiente Ersparnisse. Das fehlt mir gerade noch. Du, dein Autobus geht bald. Hoppla. So, komm. Schmeckt da grauenvoll. Woran liegt denn das? An deinem Salz, Georg. Es ist nämlich Zucker. Der Autobus ist weg. Mein Smoking hängt schon bei Karl im Schrank. Ich werde mich dazu hängen. Karl ist nicht da. Ich werde hier auf ihn warten. Und wenn er die ganze Nacht durchbummelt? Wie sprichst du denn von meinem Freund? Na, vielleicht bummelt der Kerl wirklich die ganze Nacht. Ach, komm, wir suchen dir ein Zimmer. Ein ganz billiges. Und wer bezahlt's? Kein Wort mehr von deinem Sparkassenbuch. Oder ich bring dich um. Bring mich um, Liebster. Und ruf einen Wachmann. Dann kriegst du gleich ein Zimmer. Und noch dazu gratis. Hat's Ihnen gefallen, sagen Sie den anderen. Hat sie mir nicht gefallen, dann sagen Sie es uns. Das Beste ist, man spricht gar nicht darüber. Sag mal, ist es eigentlich in Österreich verboten, auf Parkbänken zu nächtigen? Das weiß ich nicht genau, aber ungesund ist es bestimmt. Komm, Georg, steig ein. Ja, wohin denn? In meinem Zimmer steht ein Sofa. Und wenn es nur einer merkt? Und wer soll es denn merken, wenn du nicht gerade um Hilfe schreist? Weshalb soll ich denn in deinem Zimmer um Hilfe schreien? Nein, es ist frech. Fahr mal. Konstanze, schlafst du schon? Nein, Franzl, aber ich habe gerade Licht ausgelöscht. Schlaf gut. Du auch, und träum was schön.
jetzt einen großen Schritt rechts. Hoppla. Hier habe ich bis vorhin gesessen. Schöne Bank. Grazieren warst auch schon? Mhm. Ohne Geld? Ich habe den Friseur mit der Flasche Rotwein bezahlt, die ich noch im Rucksack hatte. Und was hat er dazu gesagt? Kommen's bald wieder, hat er gesagt. Ach, Konstanze, ich liebe dich. Ich liebe dich, dass mir die Rippen wehtun. Willst du meine Frau werden? Freilich, Georg. Mir tun ja auch die Rippen weh. Wo steckt eigentlich Konstanze? Wo bist du eigentlich, Konstanze? Eigentlich geht dich das gar nichts an. Sie glänzt neuerdings sehr oft durch Abwesenheit. Und wenn sie wirklich einmal anwesend ist, dann ist sie wenigstens geistesabwesend. Ja, eigentlich geht dich das auch nichts an. Werde ich in Reichenhall Verlobung feiern. Ohne Braut. Tja, sich selber zu trinken ist furchtbar schwer. Setz dich dabei vor den Spiegel. Aber wenn ein alter Graf zurückkommt, kündigst du sofort. Bräutigam sein ist nämlich kein Zustand. Sondern ein Ausnahmezustand. Jetzt muss ich aber laufen. Bis morgen also. Um 4 Uhr im Glockenspiel. Küss die Hand, Frau Rentmeister. Das Frühstück, lieber Mann. Appetit. Bitte. Aha, das Frühstück ist die schönste Tageszeit. Was machst du denn so früh in Hellbrunn? Nichts Besonderes. Ich zeichne Liebespaare. Verliebt wie ein Primaner, was? Wie eine ganze Prima. Naja, Sehnsucht ist schlimmer als Zahnschmerzen. Wär mal bloß nicht krank, du. Komm mit zum Wasserspielen. Wir betrachten uns zum Schluss noch einmal das Portal zur Neptungrotte. Hier haben wir das mechanische Theater. Das eine Arbeitszeit. Wir wollen sehr bald heiraten. Ah, das ist immer gut. Aber Konstanze muss zuerst noch kündigen. Was? Sie muss kündigen. Kündigen? Was hat sie für einen Beruf? Was? Stubenmädchen. Die Stubenmädchen. Was gibt's über ein Stubenmädel so zu lachen? Also, nimm es nicht übel. Aber dieses Fräulein namens Konstanz ist doch nie im Leben ein Stubenmädel. Das sieht er mal auf den ersten Blick. Natürlich ist sie ein Stubenmädel. Ja, schön, du Menschenkenner. Und weil sie ein Stubenmädel ist, deswegen hat sie so wenig freie Zeit. Aha. Vor morgen Nachmittag sehe ich sie nicht wieder. Stell dir das vor. Ist das nicht furchtbar? Na, wein nicht, Schorschel. Bis dahin hast du ja mich. Ja.
bitte an. Mein Name ist Karl Kesselhut. Hm? Sie sind also Karl, der Maler? Ja. Nach Georgs Beschreibung müssten Sie eigentlich ein paar Bleistifte zwischen den Zähnen haben. Ja, das schon, aber Sie beim Sprechen stört diese Gewohnheit ganz außerordentlich. Ist was mit Georg? Kann er nicht kommen? Ja, ich fürchte, dass er nicht kommen will. Man soll kleine Stubenmädchen nicht lange auf die Folter spannen. Deswegen will ich Ihnen rasch eine Geschichte erzählen. Also, wir waren gestern Abend zusammen im Rosenkavalier und heute früh haben wir ihn dann wieder abgeholt vom Autobus. Wir haben zusammen einen kleinen Morgenspaziergang gemacht und ich habe mir einen gründlichen Vortrag gehalten über die Rolle, die das Unglück und der Zufall, also eigentlich die unglücklichen Zufälle im Leben des Menschen spielen. Wir haben so erzählt von Steinschlägen und der Blitzen aus heiterem Himmel. Einmal über so einen kleinen Absturz. Hier zum Beispiel. Hier verunglückte am 10. Januar 1712 Martin Kofler. Es ist nicht weit zur Ewigkeit. Um 8 ging Martin fort, um 10 Uhr war er dort. Warum erzählst du mir eigentlich heute solche Sachen? Ich bin ein glücklicher Mensch, du Trampel. Naja. Fortuna ist eine Metze. Ich zum Beispiel habe gestern Abend im Mirabell-Casino beim Roulette 100 Schilling verloren. Und neben mir, da gewannen zwei junge Leute, wie die Anfänger, obwohl es gar keine Anfänger waren. Er trug einen Frack und sie ein Abendkleid. Umgekehrt wäre es auch witzlos. Der Croupier betitelte ihn mit Graf und die junge Dame mit Comtesse. Sie nannte den Grafen Franzl und er nannte sie Konstanze. Konstanze. Und wir haben uns mit einem kleinen Sportauto weggefahren. Naja, mir ist heute keine andere Wahl geblieben, Comtesse. Ach du lieber Gott. Den Portier bitte. Ich reise heute Abend ab. Besorgen Sie mir einen Schlafwagen nach Berlin. Was? Ausverkauft? Okay. Schloss Reitenau? Konstanze, wo brennst denn? Was? Deine ganze Zukunft? Okay, das sind doch Sprüche. Trotzdem im Blöden. Ach, Herrschaftszeit, und das alles hinter meinem Rücken? Also gut, weil du es bist. Ja, sofort. Herr Doktor, ach Herr Doktor, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich habe Ihren fantastischen Rat befolgt und lache jetzt höher. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin seitdem ein ganz anderer Mensch. Sie lachen ja schon wieder falsch. Sie sollen nicht höher lachen, Sie sollen lachen, wie Ihnen ums Herz ist. Machen Sie es so wie ich, lachen Sie überhaupt nicht mehr. Ja, aber Herr Doktor. Wollen Sie mal einen Gefallen tun? Jeden. Trinken Sie die Flasche Wein. Ich wollte mit Georg auf unsere Verlobung anstoßen. Hab heute gespielt wie ein Weihnachtsmann. Ja, man hat so seine Tage, wo man sich nicht konzentrieren kann. Der Herr dort links ist der Dr. Rentmeister. Aufrichtigen Dank, mein Herr. Oh, bitteschön, es war mir ein Vergnügen. Pardon, Herr Doktor. Darf ich Sie ein paar Minuten stören? Bitte. Ich heiße Franz Xaver Graf Reitenau, bin Konstanzes Bruder und werde im Allgemeinen nur Franzl genannt. Sehr angenehm. Wir hätten einiges miteinander zu besprechen. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe leider sehr wenig Zeit. Ich muss nämlich daheim die Abendtafel decken. Bitte, ich will Sie nicht aufhalten. Ja, also, ich bin hier, um einige Missverständnisse zwischen meiner Schwester und Ihnen zu beseitigen. Meines Wissens bestand nicht die mindeste Veranlassung, solche Missverständnisse überhaupt erst aufkommen zu lassen. Sind Sie doch nicht so norddeutsch zu mir. Ich will Ihnen ja gerade erklären, dass diese Missverständnisse durchaus unvermeidlich waren.
Können Sie mir auch erklären, warum Ihr Fräulein Schwester mich in jenen unvermeidlichen Missverständnissen beließ, nachdem sie mich besser kannte? Sind Sie ja nicht so böse. Sperren Sie lieber die Ohrwascheln auf. Also, Konstanze hat Ihnen erzählt, der Graf und seine Familie wären verreist. Das stimmt. Stimmt leider nicht. Konstanze hat Ihnen weiter erzählt, der Graf hätte die Dienerschaft an Saisongäste vermieten. Mhm. Das stimmt auch nicht. Er schickte die Dienerschaft in die Sommerfrische und wir avancierten zum Personal. Gut, dass wir sitzen. Konstanze wurde Stubenmädel, meine Tante Caroline Köchin und die Schwester Mitzi Servier- und Kochgehilfin. Ich verbrachte diesen Monat als Silberputzer und Zimmerkellner und der Herr Papa wirkt als Portier und Haushofmeister. Langweilig Sie? Kann ich nicht behaupten. Der Einfall stammt vom Papa. Er schreibt seit Jahren unter falschem Namen Theaterstücke, die manchmal sogar aufgeführt werden. Und eines Tages beschloss er unseligerweise, ein Stück zu versuchen, das in einem Schloss spielt. Er sollte das Zusammentreffen des aus Dienerschaft maskierten österreichischen Adels mit möglichst norddeutschen Geldleuten zum Gegenstand haben. Aber er traute seiner dichterischen Erfindungsgabe nicht so ganz über den Weg und wollte ihr durch praktische Erfahrungen auf die Sprünge helfen. Der Plan macht ja auch uns bis zu einem gewissen Grade Spaß, denn schließlich sind wir ja die Kinder dieses komischen Herrn. Und außerdem bestimmt nicht zufällig im Salzburgischen auf die Welt kommen. Das bestimmt nicht. Er hat schon eine Menge Stoff für sein Stück in einem dicken Wachstuchheft notiert. Und jetzt hat er überhaupt ausgesorgt. Das heißt, wenn er es eines Tages erfährt, das Stubenmädel verliebt sich in einen Herrn aus Deutschland, der ohne Geld in Salzburg auftaucht. Und dieser Herr hört durch seinen Freund, dass das Stubenmädchen eine Komtesse ist und zieht sich zähneknirschend in die Einsamkeit zurück. Das Stubenmädel kommt zum Rendezvous und bestellt eine Flasche Verlobungswein. Der Verlobte kommt nicht. Während wir hier gemütlich plaudern, trinkt der Freund des Bräutigams die Flasche aus. Und die geknickte Braut... Ja, wo ist Konstanz? Ich muss mit ihr sprechen. Ja, in dem Zweisitzer, der vor dem Hotel steht, ist leider kein Platz mehr. Sonst könnte ich sie... Na also, beinahe wäre aus dem Lustspiel vom Papa ein Trauerspiel geworden. Konstanz, mein Georg, dass du mir nie wieder davonlaufst. Nie wieder, Frau Rentmeister, nie wieder. Böse Beispiele verderben gute Sitten, mein Fräulein. Also, meinen Segen hofft ihr. Ich danke dir schön für alles, Franzl. Für so eine Schwester hat ein Bruder, wenn es sein muss, sogar durchs Feuer zu gehen. Aber jetzt rasch heim zur Elefantenfütterung. Und unser Vorschlag? Ach ja, richtig. Also hören Sie zu, Schwager. Komm auf ein paar Tage zu uns. Ja, aber ich habe doch hier drüben kein Geld. Wir laden dich ein. Wir haben doch gestern im Casino eine Menge Geld gewonnen. Unserem Herr Papa binden wir ein kleines Märchen auf. Ach, sind Sie unbesorgt. Der Papa merkt nichts. Und wenn wir es ihm eines Tages beichten, kann er dir als fleißigen Mitarbeiter an seinem Lustspiel nur dankbar sein. Gut, ich komme. Es wird herrlich. Also morgen am Ball am Residenzplatz. Ich hole Sie ab. Hausknecht bin ich nämlich auch. Wie oft soll ich dir noch sagen, man soll nicht so neugierig sein? Aus der Rolle von Herr Schwager, der Hausknecht bin ich. Küsst die Hand. Konstanze. Wie heißen Sie, schönes Kind? Konstanze, gnädiger Herr. Wozu, gnädiger Herr? Sagen Sie schlicht und einfach, Herr Doktor, das genügt vollkommen. Das gilt auch für Sie, Franz. Wie Sie wünschen, gnädiger Herr Doktor. Vorsicht. Erlauben Sie mir, Sie willkommen zu heißen. Erlauben Sie. Ich bin der Kammerdiener des Grafen Reitenau und betreue zurzeit das gesamte Hauswesen. Haben der Herr Doktor schon gefrühstückt? Ich habe mir erlaubt. Sehr wohl. Das Mittagessen findet um 1 Uhr im Speisesaal statt. Sehr wohl. Bringt das Gepäck nach oben. Sehr wohl, Ihr Wohl. Wollen Herr Doktor so liebenswürdig sein und mir betreffs polizeilicher Anmeldung einige Auskünfte erteilen? Sie sind Doktor Juris. Ja, ganz recht. Sehr wohl. Doktor Jur. Und Doktor Med. Sehr wohl. Und Dr. Med. Und Dr. Phil. Sehr wohl. Und Dr. Phil. Und, verzeihung, nicht so weiter. Ja, da sind Sie ja Ihrer Bildung nach eigentlich gar keine Einzelperson, sondern eine richtige GmbH.
Und welchen Beruf darf ich aufschreiben? Dann schreiben Sie einfach Beruf ungewöhnlich. Ja, das wird fürchte ich der Polizei kaum genügen. Dann schreiben Sie Lachforscher. Lachsforscher. Lach, hahaha, Lachforscher. Lachforscher. Was müssen Sie sonst noch wissen? Schuhnummer 42, Handschuh Nummer 7,5, ja. Lebendgewicht ohne Kleider, 72 Kilo, Hut Nummer 59. Ja, danke schön, das brauchen wir nicht. Also wenn ich bitten darf, das Mädchen wird Ihnen das Zimmer anweisen. Okay. Euer Vater ist ja ein Prachtexemplar. Kunststück bei den Kindern. Franz, Sie können gehen. Ich möchte nämlich gern einen Begrüßungskuss haben. Lässt sich das machen? Aber gewiss, Herr Doktor. Unsere Gäste sollen sich doch bei uns wohlfühlen. Wollen Herr Doktor von mir auch einen Kuss haben? Sie sind ja noch da. Nein. Wohin hängt dein gelehriges Stubenmädchen das erste Jackett? Übers Schlüsselloch, Herr Doktor. Diese Berliner. Ich hätte ihn ja gern mitspielen lassen. So neue Figuren, die so mittendrin im Stück kommen, die sind immer gut. Muss man bei Kollege Lessing Erkundigungen einziehen. Zweiter Band. Hamburgische Dramaturgie. Doch weiß ich, ob doch kein Nachhilfeunterricht notwendig ist. Ich verlasse mich auf mein Empfinden. Ja. Also als Hauptfigur kommt er ja sowieso nicht in Betracht. Aber ich könnte ihn eventuell im dritten Akt gegen Schluss als überraschendes Moment einführen. Jawohl. Dritter Akt, achte Szene, da lasse ich ihn auftreten. Da kann er auch nichts mehr verderben. Sag mal, wo liegt eigentlich dein Stubenmädchenstübchen? Es liegt nicht weit von hier. Das ist gut, ich frag nur für alle Fälle, das weiß man Knopfab nicht. Freilich. Und wenn er nicht abreist? Er reist ab, verlass dich darauf. Ich bin ein ziemlich kräftiger Mensch. Und woran wirst du merken, wer klopft? Dum, 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 dum. Wer so klopft, dem wird aufgetan. Herein. Danke. Ich brauche sie nicht mehr. Im Kasten ist wohl kein Platz mehr, oder? Also bitte, bitte. Ich habe eben im Polizeibüro antelefoniert. Also Herr Doktor, Lachforscher als Berufsangabe, das genügt leider nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Es ist nur so verdammt schwierig, dem Laien mit wenigen Worten klarzumachen, was man unter einem Lachforscher... Bitte. Nehmen wir dieses Zufallsbeispiel. Kommen Sie mal mit. Sehen Sie, ich habe diese junge Dame dort unten noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe sie eben lachen gehört und schon kenne ich ihren Charakter. Was Sie nicht sagen. Ja. Diese junge Dame ist eine ungewöhnlich selbstsüchtige Person. Sie hat kein Gemüt. Sie ist herrschsüchtig, wie Kleopatra an dabei berechnet. Sie hat Temperament, sehr viel Temperament sogar. Aber es glüht nicht. Es ist kalt, wie ein Eisberg und genauso gefährlich. Sicher ist ein Mann in Ihrer Nähe. Wollen Sie bitte mal nachschauen? Es stimmt, nicht wahr? Naja, nur noch so viel. Diese junge Dame ist, ganz unter uns, sinnlich leicht entzündbar, wie Schießbaumwolle. Und sie ist ärgerlich, weil niemand von ihrer Leichtentzündlichkeit Notiz nimmt, nicht? So eine Person. Also, aber das ist interessant. Ja, ja. Diese Lachsorte nenne ich das Menschenfresserlachen. Ein Es kommt bezeichnenderweise nur bei Frauen vor. Solche Wesen haben keinen natürlichen Erlebnishunger, sondern leiden an einer krankhaften Erlebnisfresssucht. Erlebnisfresssucht? Ja, ob das nun freilich die Polizei interessiert, das weiß ich nicht. Die Polizei nicht, aber mich? Wie? Ich meine den Grafen. Der Graf hat nämlich auch beruflich mit dem Lachen zu tun. Ist es denn die Möglichkeit? Doch, doch. Er schreibt nämlich Lustspiele. Ach, was Sie nicht sagen. Der Mann ist verreist. So ein Pech. Ja, das ist furchtbar schade. Also wie schön, mit einem Menschen zu sprechen, der Tausende im Theater zum Lachen bringt, mit einem Praktiker des Lachens. Und Sie als Theoretiker. Also ich meine, welche Aufschlüsse könnten Sie da doch erteilen? Glauben Sie wirklich? Das weiß ich.
Ja, vielleicht lerne ich ein andermal kennen, nicht? Ja, ja, er wird sich jedenfalls riesig darüber freuen. Freut mich. Bis dahin halte ich es für meine Pflicht als treuer Diener meines Herrn, meinerseits so viel wie möglich von Ihrer Lachkunde zu erfahren und für den Grafen aufzuzeichnen. Ich kann Ihnen ja gelegentlich mal einen längeren Vortrag halten, wenn es nicht langweilt, nicht? Auch nicht langweilt, aber Herr Doktor, ganz im Gegenteil. Hätten Sie heute Abend ein Stündchen für mich Zeit? Gern. So vor dem Abendessen? Und natürlich. Das Fräulein Mitzi hat schon ganz verarbeitete Hände. Ein Kreuz ist mit der Herrschaft. Umziehen sollte man sich und an die Arbeit gehen. Na, und da steht's euch. Ja, was ist denn das? Der neue Gast hat eine Maschine erfunden, die lachen kann. Moden sind es. Lachen tue ich schon lieber persönlich. Lauter Verrückte. Also so viel über die grundlegenden Lachtypen. Nun kommen wir zu den Lachvarianten. Lachvarianten, aha. Herr Doktor, was ist denn das? Also jeder Mensch hat zwar ein für seinen Charakter bezeichnendes Lachen, aber dieses Lachen klingt nach Anlass und Gemütslage verschieden. Nehmen wir Sie als Beispiel, Leopold. Ja, oh ja, bitte. Also Sie lachen, wenn Sie aus purer Schadenfreude lachen, wesentlich anders, als wenn Sie, wie es so schön heißt, Tränen lachen. Ja, natürlich. Ja. Und Sie lachen anders, wenn Sie über eine geistreiche Bemerkung lachen oder wenn Ihnen jemand einen guten, aber ziemlich unanständigen Witz erzählt. Wissen Sie einen, bitte? Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ja. Und Sie lachen wieder anders im Falle der sogenannten Nachahmungsautomatik. Das heißt, wenn Sie vom Lachen eines anderen angesteckt werden, ohne zu wissen, worüber er lacht. Aha, das idiotische Lachen. Wir hätten uns doch nicht in Ferien schicken lassen sollen. Streiken hätten wir sollen. Wohl, wohl. Streiken und unsere Arbeit weitermachen. Den ganzen Tag haben wir keine Ruhe da herum, weil grübelt man und denkt, wer weiß, was jetzt wieder angestellt haben, der Herr Graf und die Seinigen. Da bleibt nur sitzen bleiben. Also stellt euch vor, er hat heute Nachmittag diese Jutta Dirksen lachen gehört und da hat er sofort ihren Charakter in- und auswendig gekannt. Ja, und dann hat er behauptet, sie hätte es auf dich abgesehen, Franzl. Ja, ist das etwa auch wahr? Das hast du noch nicht bemerkt, Leopold. Na, ich möchte nur wissen, wozu ich eigentlich Augen im Kopf habe. Bitte, Leopold, riecht nicht solche Fragen an uns. Es ist so peinlich, darauf zu antworten. Wie gefällt dir der Dr. Rentmeister, Papa? Ja, kolossal. Der Mann passt in mein Theaterstück wie in einem Maßanzug. Also ich glaube, beinahe die Konstanze hat sich in den Neuen verliebt. Ach, eine wunderbare Idee. Heimliche Liebe zwischen Gast- und Stubenmädchen, das in Wirklichkeit eine Comtesse ist. Ist das ein guter Einfall? Der Einfall ist von mir, Leopold. Wirklich? Ja, von mir. Ich möchte nur wissen, wozu du Ferien machst. Na, erlaube, in den Ferien kann man doch endlich mal ungestört arbeiten. Leopold, wie denken Sie über die Arbeit? Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe Feste. Frau Goethe. Immer wenn jemand eine Ausrede braucht, zitiert er Goethe. Goethe. Mag ja sein, dass der Standpunkt von Goethe und mir etwas altmodisch anmutet. Apropos altmodisch. Sagen Sie mal, Leopold, sind eigentlich hier im Schloss Zärtlichkeiten mit dem Dienstpersonal im Pensionspreis inbegriffen? Halt den Schnabel. Darf ich wissen, gnädiges Fräulein, was Sie zu Ihrer geradezu exorbitanten Frage veranlasst hat? Vielleicht hat meine Schwester entsprechende Absichten. Ich fragte nur deshalb, weil ich heute Nachmittag zusehen durfte, wie das Stubenmädchen Herrn Dr. Rentmeister küsste. Ich hätte gerne das Ende des Kusses abgewartet, aber so viel Zeit hat man nicht einmal in der Sommerfrische. Ehrvergessene Stubenmädchen kann ich nicht brauchen. Ich kündige Ihnen zum nächsten Ersten. Konstanze, Ehrvergessenheit brauchst du dir von diesem Mann nicht vorwerfen zu lassen. Schweigen Sie bitte, mit Ihnen rede ich später. Tun Sie es lieber gleich, später bin ich nicht mehr da.
Ja, Georg, was soll ich denn tun? Ja, das wird ja immer schöner. Das Stubenmädchen nennt die männlichen Gäste beim Vornamen Konstanzis. Sie sind eine... Du verlässt dieses Haus nicht am 1. September, sondern sofort. Eine Stellung wie hier findest du alle Tage. Pack deinen Reisekorb. Geh, mein Kind. Nein, also, bitte... Pack deinen Reisekorb! Ich bin unter anderem auch Jurist. Seine beleidigenden Äußerungen brechen dein Vertragsverhältnis. Und vergiss das Sparkassenbuch nicht. Oh. Aber das ist doch die Hauptsache, Georg. Oh, Sie sind ja ein... Sie sind ein... Wissen Sie, was Sie Vorsicht, sind? Vorsicht, Leopold. Er ist auch Jurist. Guten Appetit, allerletzt. Die Szene kann ich glatt übernehmen. Also es war irrsinnig aufregend, Tante. Und nun will der Nachtdoktor der Konstanze eine neue Stellung verschaffen. Und vielleicht lasst er sie sogar Kellnerin werden. Stell dir das einmal vor. Naja, das passt jetzt von ihrer blöden Küsserei. Wenn ich der Herr Dirksen wäre, hielt sich sein Fräulein Tochter jetzt die linke Gesichtshälfte. Wenn junge Damen sich wie freche Bengel betragen, haben sie auch das Recht, wie freche Bengel behandelt zu werden. Meine Koffer lasse ich morgen abholen. Jawohl, Herr Doktor. Das ist gut. Ja, sehr gut. Tragikomischer Höhepunkt. Ende 4. Akt. Krach im Schloss. Stubenmädchen geht mit Gast durch. Der Vater ist der Dumme. Das bin ja ich. Rutsch die Türken noch einmal! Na, hast du ja alles brav in dein Bücherlein getraut, dass deine Tochter durchgebrannt ist? Geh, Caroline, lass mich aus, ja? Muss ich bloß stecken machen. Die halbe Nacht bin ich in Salzburg umeinander gekatscht, aber es ist wie vom Erdboden verschwunden. Franzl hat noch nicht angerufen. Er wird deinen Vater wahrscheinlich noch ein bisschen zappeln lassen wollen. Der Armste. Schau mal, sieh mal, was heute auf meinem Kalenderblatt steht. Was man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln. Oh Jäger, so große Löffel gibt's ja gar nicht. Ich hab dir etwas mitgebracht. Mein Haus. Etwas kleiner als eures. Es wird schon ausreichen, dein Haus. Naja, wir sind ja auch nur zwei Personen. Na eben. Kommt Herr Zweitner auf Telefon? Kommt Herr Zweitner auf Telefon? Das ist der Frank. Kommt Herr Zweitner auf Telefon? Ja, eben. Sobald Sie aus dem Haus sind, ziehe ich mein Dienerjackerl aus und verrate dem Papa, was in seinem vierten Akt, ohne dass er es gewusst hat, tatsächlich vorgegangen ist. Ja, und was macht mein Herr Schwager? Ist er brav oder ist er zu brav? Oh, Jägerl, der Papa! Konstanze, hier spricht dein Vater. Hör mal gut zu, mein Kind. Dein Spaß geht mir ein bisschen zu weit. Verstehst du mich? Du kommst sofort heim. Sofort. Nein, du kommst allein. Den Dr. Rentmeister soll der Teufel holen. Der alte Mann ist unerbittlich. Ich soll sie in einer Stunde noch mal anrufen. Ach, es könnte einen Hund jammern. Giuseppe! Ja? Nur Flaschen. Schade um dein schönes Geld. Seitdem du ein armer Mann bist, hast du ja direkt zum Geizhals entwickelt. Schön, schauen wir raus.
mein lieber Leopold. Papa, Papa! Das ist doch gleich alles da. Das ist Ihnen was. Schlüssel! Hallo, wo bleibst du denn? Schuhe hoch! Ein Schwitzer? Mitnichten, Frau Rentmeister. Einen ganz gewaltigen Zacken habe ich. Ach, das Leben ist doch eine der genialsten Erfindungen aller Zeiten. Draußen, über unserem Tisch, schwimmt der Mond im Himmel wie eine große Apfelsinscheibe. Wie? Nee, nee, wohl haben wir noch nicht getrunken. Ist aber eine großartige Idee, ja. Ich wäre vor Glück nicht schlafen können, Georg. Ich wäre mit offenen Augen auf den Tag warten. Nur wenn die Uhr die vollen Stunden schlägt, dann werde ich sie fest zumachen und an dich denken. Morgen sehe ich Sie wieder, Karlchen. Warum ist denn noch nicht morgen? Keine Ahnung, mein Schwester. Vorläufig haben wir noch heute. 11 Uhr. 11 Uhr. Sag mal, wie hält man eigentlich die Hand hin, damit die Herrschaften das Trinkgeld nicht vergessen? Ach, vorne, leicht angewinkelt. Bitte, für diese Leute kochen meinetwegen. Aber jetzt auch noch Trinkgeld von ihnen nehmen, ausgeschlossen. Es war ganz reizend bei Ihnen. Ja, nicht zuletzt dank Ihrer Kochkunst, Gräfin. Sagen Sie, Comtesse, war es eine Wette? Sicher, worum ging's denn? Hm? Ich bin weit herumgekommen, aber einem Grafen, der so gut Theater spielt, bin ich noch nie begegnet. Wir waren aber auch ein vorbildliches Publikum. Oder etwa nicht? Comtesse Constanze ist leider nicht hier, sie? Und gerade ihr hätte ich besonders gern lebewohl gesagt. Ja, seit wann wussten Sie es denn? Vom ersten Tag an. Bitte. Ja, und warum haben Sie denn die ganze Zeit geschwiegen? Wir wollten Ihnen den Spaß nicht verderben. Und uns erst recht nicht. Da habe ich mir geschworen, nie wieder ein Stück zu schreiben. Mein lieber Georg. Mein Verlobungsgeschenk. Ja, ja, schau's an, mach's auf. Das sind die Notizen zu dem Theaterstück, das ich hab schreiben wollen. Und dass du statt meiner schreiben wirst. Bräutigam und Lustspieldichter. Aber das kann er ja gar nicht, das Stück schreiben. Na, dann muss er es heute lernen. Ausgeschlossen. Probier. Wir kommen alle zur Premiere. Denk daran, dass Frauen für ihre Männer sehr ehrgeizig sind. Also gut, ich schreibe das Stück. Bravo! Im September seid ihr in Meran. Da fangst du ungestört von mir mit dem Lustspiel an. Sehr traurig. Im Oktober treffen wir uns dann in München wegen der Trauringe. Und am ersten Weihnachtsfeiertag ist unsere Hochzeit. Herrlich. Sag mal, schade, dass ich meinen Kalender nicht bei mir habe. Weißt du, wann in diesem Jahr Weihnachten ist? Na
Natürlich. Bin ich ein Trottel. Du, Georg, was ich dich schon immer fragen wollte. Wie lache ich eigentlich? Ist es denn die Möglichkeit? Darauf habe ich überhaupt noch nie geachtet.